Es ist die sechste lange Nacht der Kirchen heute hier in Hannover und das Motto klingt einmal mehr vielversprechend. Hannover klingt. In 63 Kirchen wird deswegen bis 24 Uhr ein außergewöhnliches Programm geboten. Und das ist garantiert auch etwas für Nicht-Kirchenmitglieder. Also das ist ein niederschwelliges Angebot. Ganz bewusst, die lange Nacht öffnet die Türen weit, eben auch für Menschen, die vielleicht in einem Gottesdienst zögerlich sind. Die lange Nacht ist ja auch davon bestimmt, dass man kommen und gehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für viele Menschen, das wissen wir auch, die einfach mal neugierig reinschnuppern. Da kann ich mal reingucken und darf auch wieder gehen und das gehört dazu. Reinschnuppern kann man zum Beispiel hier in der Markuskirche in der List, die sogenannte Medienkirche. Die gibt es zum ersten Mal und dass das so funktionieren kann, das hat mitorganisiert Christoph Vetter, Geschäftsführer des Lutherischen Verlagshaus. Herr Vetter, warum sollte man auf jeden Fall heute hierher kommen? Weil wir ganz tolle Musik haben. Wir haben die Gruppe Maria hier, die den ganzen Abend spielen wird. Professorin Jana Reile kommt vorbei, eine der besten Erzählerinnen, die es in Deutschland überhaupt gibt und wird frei Geschichten erzählen. Und ganz zum Schluss kommt dann auch noch der Landesbischof und erzählt uns, an welchem Buch er gerade schreibt. Jetzt ist das die erste Medienkirche auf der langen Nacht der Kirchen. Was ist das besonders Mediale daran? Das besonders Mediale ist, dass wir Mitveranstalter sind. Wir, das heißt das Lutherische Verlagshaus, der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen und das Evangelische Medienservicezentrum. Medial ist aber natürlich auch, dass hier von hier aus live bei Radio Leineherz die ganze Nacht übertragen wird. Und nicht nur künstlerisch hat hier die Markuskirche ordentlich etwas zu bieten, nein, man kann auch mitmachen, nämlich bei der Aktion Satt und Schlau. Und das Ganze auch noch für den guten Zweck. Hier wird nämlich gescrabbelt und organisiert hat das mit Michael Türk. Wie genau funktioniert das mit dem Scrabbeln? Wir verbinden den Namen Satt und Schlau heute mit einem Spiel mit ABC-Buchstaben. Leute, die mitmachen wollen, sollen das längste Wort bilden aus einer Tüte ABC-Kekse. Und wer das längste Wort gescrabbelt hat, bekommt ein Scrabble-Spiel sozusagen als Preis. Und es gibt darüber hinaus noch einen Preis für den guten Zweck. Was passiert mit dem Geld? Das Geld kommt natürlich dem Projekt Satt und Schlau zugute, einem Projekt von der Aktion Zukunftsgestalten. Satt und Schlau ist ein pädagogischer Mittagstisch in Gotzhorn, Kirchenkreis Burgwege Langenhagen. Dort sind derzeit 20 Kinder, die betreut werden, die dort Mittagessen können, die dort ihre Hausaufgaben machen können. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt von Zukunftsgestalten. Solche und viele andere Aktionen kann man heute hier erleben bei der langen Nacht der Kirchen in Hannover. Und die Stimmung ist schon richtig gut. Immerhin werden 50.000 Besucher erwartet. Ich lasse mich überraschen. So richtig vorbereitet bin ich gar nicht. Ich finde, dass es hier schöne, vor allen Dingen musikalische Angebote gibt. Und ja, Matthias Brodovi würde ich mir gerne halt angucken. Nachher gibt es noch Hajo Hoffmann, mich auch ein großer Fan von. Wir freuen uns auf diesen Herrn Borsodi, glaube ich. Nee, Borsodi heißt er ja. Bordovi. Konzerte, einfach die Begegnung mit den einzelnen verschiedenen Leuten. Ich werde noch eine Kollegin treffen, die singt heute Abend. Ja, darauf freue ich mich. Auf Begegnung, auf Kultur, auf Kirche mal so ganz anders. Alles in allem also zum sechsten Mal eine wirklich erfolgreiche Sache, diese lange Nacht der Kirchen hier in Hannover.